So Leute, willkommen zurück zu Lego Stunt Rally. Jetzt weiß ich immer wieder, wie es heißt. Es steht auch da oben. Ja, die Winterwelt steht bevor. Mal schauen. Für die Winterwelt nehmen wir den Barney. Und Barney bekommt einen blauen Anstrich. This is the workshop where you choose your car and tire. Andere Reifen. Click on the blue race button when you are happy with your car selection. Ich glaube, da wechsle ich mal wieder ein bisschen durch. This is where we look at who is competing. Radium und Sid. Press the big blue. Okay. Hat aber auch was. Das verschneit ist. Überall LKWs und so. Alles zugeschneit. Hat auch was. Gefällt mir. Ist natürlich mega rutschig. Ja, aber mal mega. Auch die Musik. So richtig winterlich, weihnachtlich. Ich will ja nicht wissen, wie lange die Entwickler dafür für dieses Spiel gebraucht haben, aber ich meine, ich denke mal zu jener Zeit haben die sich wirklich schon echt Mühe gegeben. Hätte ich das als, keine Ahnung. Scheiße! Oh, das war aber Glück. Hätte ich das als Achtjähriger gespielt, hätte ich, frohen Mutes, würde ich das jetzt wieder spielen, hätte ich da übelstes Nostalgie-Gefühle. Ich hätte bestimmt früher gerne mal gespielt. Wenn ich es denn mal besessen hätte. Es gab wirklich zigtausend Lego-Spiele, oder es gibt zigtausend Lego-Spiele. Das habe ich aber selber nie gespielt. Nie besessen, nie gespielt. Und es ist doch mal auch schön, auch ältere Spiele, die man vielleicht verpasst hat, nachholen zu können, finde ich. Also das finde ich doch dann eigentlich ganz schön. Wenigstens einmal muss man das mal gesehen oder gespielt haben. Ich meine, es gibt auch noch so viele Spiele. Ich meine, die PS1 hatte so viele Spiele. Ja, wirklich tausende von Spiele. PS2 hatte, glaube ich, noch mehr. Und die alle mal gespielt zu haben oder auch mal ein paar davon Let's Play zu haben, das, ja, dauert. Es gibt aber wirklich auch so tolle Spiele. Deswegen. Okay. Rennen Nummer 1. Abgeschlossen. Oh! Hey! Was hat denn der für Zähne, Alter? Congratulations, you've won a race. Click on the flashing marker to select the next race. So. Oh. Barney kriegt von mir ein neues Kart zugewiesen. This is the workshop where you choose your car and tires. Click on the blue race button when you are happy with your car selection. Nehmen wir nochmal den LKW. Ist auch ganz cool. Und schon sind wir wieder zu viert. Stell euch mal vor, ihr könnt das zu viert spielen. Der eine mit WASD, der andere mit den Pfeiltasten, der andere mit den Nummerntasten, der andere mit der Tastatur, indem man die Tastatur reindrückt. Die Maus reindrückt. Also rein theoretisch könnte man das zu viert an einem Computer spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es der ein oder andere gemacht hat, ne? War bestimmt spaßig. Mal wäre jetzt ein Item gewesen. Alter, also die Map ist ja mal... Ich bin eingeeist? Die Map ist ja mal mega heftig. Ich steige überhaupt nicht mehr durch. Lol. Leute, ich bin unsichtbar. Ein bisschen zu viel wahrscheinlich jetzt gerade für das Spiel. Alle sind zum Ziel gekommen.
Ich würde ja mal interessieren, wie man das hier an der Stelle ja zu viert spielen kann. So, weil hat dann jeder gesplittete Bildschirme oder alle auf einem? Kann ich mir echt beim besten Willen nicht vorstellen. Okay. Also da brauchst du ja Glück. Was ist das für eine mega scheiß Stage? Also die gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, ich werde jetzt... Ich bin Erster. Ja, ich war sehr kurz Erster. Aber der Rote ist auch mit... Am Start dieser rote Boss da. Der Flammentypi. Als ob ich ständig eingeeist werde. Was ist denn hier los? Ach, deswegen bin ich unsichtbar. Wegen dem Gift oder was? Ich glaube, das wird aber für mich nichts werden. Vierter. Scheiße. Oh Gott. Also das war ja mal eine mega scheiß Animation mit dem... mit dem Blasemund. Okay, Leute, auf ein neues. Also die Map gefällt mir gar nicht. Kann ich jetzt nicht, auf den Tod nicht ab. Mal schauen, ob es beim zweiten Mal besser wird. Jetzt hatte ich Glück, jetzt bin ich nicht eingefroren. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich war ich immer zu langsam, ja? Ach so, lol, da muss man warten, bis entweder Glück haben oder warten. Ich bin Erster. Ich hoffe, ich bleib das jetzt auch. Mach Platz da für mich. Jetzt brauche ich Glück, Leute, jetzt brauche ich Glück. Läuft eigentlich ganz gut für mich jetzt gerade. Bitte hab Glück. Oh, nice. Nice. Was war das denn? Also, das kann mir ja keiner erzählen, dass ich da irgendwo stecken geblieben bin. Kacke. Scheiße. Okay, Leute, die letzte Runde. Wenn ich mich jetzt blöd anstelle, werde ich nicht mehr Erster. Aber eigentlich kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ich hoffe doch mal. Okay, was war das jetzt für ein Blitz? Oh, wie Glück ich einfach habe. Ah, ich mag die Stage überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn wir noch ein paar Mal fahren, ja, vielleicht ganz okay so, aber... keine Ahnung. Okay, okay. Dürfen wir nicht weitermachen? Okay, welches Fahrzeug kriegt der Barney als nächstes? This is the workshop where you choose your car and tires. Komm, kriegt er direkt mal das. Ach, stimmt, die haben auch alle andere Werte. Geschwindigkeit, Wendigkeit und so eine Scheiße. Snake fährt mit. Oh, Alter. Die Map kann ja nur scheiße werden. Mann, hey Leute, hier liegt Schnee. Alter, jetzt... Die Map besteht ja nur aus Kurven. Vergiss es. Alter, wie assi ist das denn?
ist überall Eis. Also die Map ist ja mal mega scheiße. Im Grunde genommen kann man noch so viel coole Maps erstellen. Also wenn ihr davon noch ein bisschen was mehr haben wollt und ihr wollt, dass ich vielleicht mit meiner Freundin oder so ein paar Maps erstelle oder so oder eine und die dann abfahre, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ich glaube, sie stellt sich dann nur relativ blöd an. Da kannst du ja nur verkacken. Er ist vorne. Snake ist vorne. Ob ich den überhole, das weiß ich nicht. Ja, wobei, ich hole ihn langsam ein. Wir brauchen nur irgendeinen Fehler machen. Da siehst du, guck mal, jetzt hole ich ihn langsam ein. Aufpassen. Das war gar nicht mal so schlecht. In der Luft einfach stehen bleiben und ein bisschen drehen. Scheiße, scheiße. Ich hole ihn jetzt langsam ein. Der hat gerade einen Fehler gemacht. Nämlich einen Fehler gemacht. Ich glaube, die muss ich auch nochmal fahren. Blöde Strecke. Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Genug Internet für heute. Hoho, vergessen, ich habe ja keins. Ich bin momentan so richtig internetlos. Ich habe das Item bekommen. Ja, ich habe ihn getroffen. Nice. Scheiße. Oh mein Gott. Ich bin aber nicht versunken. Das ist gut. Hallo, fahrt mal aus dem Weg. Die behindern mich voll. Oh, guck mal, wie weit ich jetzt wieder vorne bin. Ich musste mich nur eingewöhnen. Okay, verkackt. Ich glaube, das Spiel hat damals besser funktioniert als... geht ihm aus dem Weg? Als es jetzt hier auf Windows 10 läuft. Aber in der Vorschau, also bei OBS, sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Also bei mir leckt es gefühlt mehr als bei euch. Ich kann mir auch mega vorstellen, dass dieses Spiel einfach mal irgendwo hinten bei so einer Kellogg's-Packung drin war. Weil bei Kellogg's gab es auch mal irgendwelche Computerspiele. Kann ich mir mega vorstellen, dass das mal so gewesen ist. Alter, ich bin ja richtig weit vorne. Mal, da kommt der erst. Oh, endlich. Endlich. So. Jetzt kommt noch eins. Und danach müsste eigentlich der Boss kommen. Oh.
Bin ja mal gespannt, wie diese Stage jetzt sein wird. Also diese ganzen Winterlevel sind zwar echt cool und rutschig. This is the workshop where you choose your car and tiles. Gefallen mir aber null. Oh, guck mal. Nice. Von dem Snake haben wir diesen Geländewagen bekommen. Hab ich gar nicht drauf geachtet. This is where we look at who... Guck mal, merkt es, wir fahren jetzt in dieser letzten Map abseits von Bossen nur gegen Bosse. Alter, was ist das für eine Map hier? Lässt sich aber eigentlich ganz gut fahren, tatsächlich. Wenn man ja doch relativ oft vom Gas runter muss. Geht eigentlich voll. Geht eigentlich voll. Turbo? Blitz? Durch die Kanone. Ja, die holen mich langsam ein, aber so schlecht sind die alle nicht. Aber ich bin denn doch gut weit vorne. Das ist eigentlich ganz nice. Und bei den anderen Stages verkacke ich mega und hier komme ich eigentlich ganz gut durch. Das Item hebe ich mir jetzt am besten mal auf. Guck mal, wie gut ich durchkomme. Das ist ja der Shit. Achso, kann ich so nach vorne bolzen? Die vor mir kann ich so wegeisen oder was? Oder wegblitzen. Guck, wie weit man nur noch wegfährt. Und durch die ganze Map. Ja, nice. So, dann kommt jetzt der Boss, Leute. Und dann kommt der finale Boss. Den können wir auch direkt mal dranhängen, weil ich denke immer, danach kommt nicht mehr viel. Da brauchen wir jetzt, oder? Machen wir dafür eine extra Folge? Nee, den nehmen wir gleich mal hinten dran. Click on the blue race button when you are happy with your car. Glacia. Was hat sie denn für ein Schneemobil, Alter? Richtig geil. Ich bin gespannt. Leute, ich bin gespannt. Alter, wie assi ist das denn? Das war richtig schnell, meine Karre, aber mega unwendig. Da war jetzt gerade ein Item. Ja, sie fährt durch. Ist klar. Ach, einfrieren kann ich die damit. Ich habe mich schon immer gewundert, warum ich denn ständig immer eingefroren werde. Sehr gut. Das Item war ja schon sehr hilfreich, auf jeden Fall. Hat mir ein bisschen Vorschub-Dings verschafft. Dann sitzt er noch in diese Kuhle, fliegt leider nicht, schade. Wäre natürlich noch cooler gewesen. Das Item kriege ich aber leider nicht. Die muss warten, die kommt da nicht weiter. Das heißt, ich kann schön hinmachen. Ich heb mir das Item einfach mal auf. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wann die olle Truse gedenkt, an Land zu kommen. Jetzt werde ich schon wieder direkt betrogen, Leute. Und ich habe mein Item verloren. Da werde ich schon wieder direkt betrogen. Was war das denn bitte für eine Scheiße? War ich gerade ein bisschen zu langsam. Oh, das war knapp.
Das war knapp. Schnell durch, schnell durch. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Oder? Ich hoffe doch. Heftige Stage, heftige Stage. Ich habe es aber geschafft. Super. Sad life. Amazing. You have beaten Glacia in her ice kingdom. You really are a brilliant driver. But so. Im Finale nun also gegen... Gucken wir gleich mal, gegen diesen komischen Typen da. Mit dem Schneemobil. Genau das wollte ich auswählen. Genau das wollte ich haben. Mr. X. Alter, guck mal, was er für eine Karre hat. Boah, das ist ja eine richtige Arena. Mit Zuschauer. Wie geil ist das denn? Guck mal, da unten steht sogar Lego. Okay, der Typ ist heftig. Ich muss den irgendwie erwischen, Leute. Ich muss den erwischen. Komm her. Ich hab ihn. Ja gut. Wenn er jetzt vorbeikommt, dann eise ich ihn ein. Alter, das zerdrückt einen. Ja, wie heftig. Eingefroren. Da machst du nix. Scheiße. Ich dachte, ich kriege wenigstens dieses Wende-Item. Da kann man sich eigentlich richtig kreativ ausleben. Mit dem Level-Design und so. Kann mir auch schon echt gut vorstellen, dass es da ein oder andere welche gegeben haben, die... Ja, mit Freunden gespielt haben. Hey, ja, guck mal, komm mal bei mir vorbei. Ich hab eine Karte erstellt. Lass mal auf meiner Karte fahren. Denke ich mal, das war damals bestimmt schon cool. Kann ich richtig Tempo geben? Hab ich das Item leider verpasst. Ich hoffe, er bekommt es jetzt nicht. Den Looping mitnehmen. Ich werde doch... Scheiße. Alter, was... Lol, was macht er da? Was für ein Pech... Muss ich denn bitte haben? Und was für ein Glück gleichzeitig. Das war ja mal mega schlecht von ihm. Das war ja mal mega schlecht. Kann ich schön um die Kurven fahren? Guck dir das mal an. Alter, was ich da raushole, Leute. Guck mal, was ich da raushole. Was ich da raushole. Aber es ist immer noch eine weitere Runde. Ist also noch alles offen. Wobei das mir eigentlich einen ganz guten Vorschub gegeben hatte. Das ist doch schon irgendwie direkt wieder hinter mir. Jetzt gebe ich nochmal Vollgas. Gib mir das Item. Scheiße. Oh Gott. Nimm den Looping. Oh, wie knapp. Wo ist denn der Typ eigentlich hin? Ist auch durch ihn geschleudert, ey. Das ist ja da, lol. Direkt gesehen. So, Leute. Ich könnte ja auch mal gegen viermal mich selber fahren. Nice. World
Ja. Welcome back, World Champion. Please select any race you like. Oh, dürfen wir uns wohl einen aussuchen. Wir gehen aber mal zurück. Was für ist denn eigentlich ein Quick Race? Ach so. Ein zufällig generiertes. Ach, auf Eingabe kann man hupen. Das ist ja witzig. Ja. Aber ich würde mal sagen, Leute, das soll's gewesen sein erst einmal. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr sehen möchtet, wie... Das leckt ja am Anfang aber nicht so dolle, ja? Wenn ich hier mal selber eine Map kreieren soll, müsst ihr mir das sagen. Dann könnte ich, denke ich mal, hier irgendwie schauen, das alles hier löschen, Sachen hinsetzen. This is where we build new racing tracks. Speichern. It's quite easy once you know how. You can start building straight away. Try taking something out of the tray with the mouse and dropping it in the world. You can move about the map by pushing your mouse pointer next to the edges of the screen. Ist die Stadt? Ist der Wald? Click here to turn on the eraser. You can use the eraser to remove gibt es aber anscheinend wohl nicht, from the map by clicking on them. Oh. Ah. This is the world. Guck mal, hier kannst du direkt click wechseln. To change to a different environment, such as desert or city. Cool. Naja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und macht's gut. Tschüss. So keep an eye on the Lego.